Hallo und willkommen bei Watchboxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute wieder reingeklickt hast. Jeden zweiten Mittwoch im Monat, beziehungsweise jede zweite Woche, jeweils Mittwoch, so ist es richtig, kommt ein Uhrenquiz von mir und heute ist es wieder soweit. It's Quiz Time! Ich habe einige Fragen, die richtig schwer sind und ich habe auch einige Fragen, die richtig leicht sind. Und bin gespannt, wer von euch alle Fragen richtig beantworten kann. Zwischendrin gibt es ein kleines bisschen Eigenwerbung für ein kommendes Video, wo ich mächtig stolz drauf bin, aber alles zu seiner Zeit. Ja, lassen wir doch einfach mal anfangen mit der ersten Frage. Ihr kennt die Regeln. 2 Punkte, wenn ihr die Frage richtig beantwortet habt. 1 Punkt, wenn ihr googeln musstet. Am Ende beim Watch Morph gibt es 2 Punkte pro Uhr, beziehungsweise 1 Punkt, wenn ihr googeln müsstet, sodass ihr insgesamt auf 12 Punkte kommt. Und ich bin richtig gespannt, wer bei diesem Quiz tatsächlich die 12 Punkte schafft. Schauen wir uns doch die erste Frage einmal an. Welche Aussage oder welche Aussagen zu der jungen Marke Sherpa sind nicht richtig? Auf einzelnen Zahnrädern, nicht allen, aber auf einzelnen Zahnrädern sind buddhistische Mantren oder heißt es Mantras graviert. Der Inhaber der Marke Sherpa ist Buddhist. Jede einzelne Uhr wird von einem buddhistischen Mönch gesegnet. 20 Sekunden ab jetzt. Richtig ist, auf einzelnen Zahnrädern sind buddhistische Mantren oder Mantras graviert. Dafür wurde ein extrem feiner Laser genommen und man kann es mit bloßem Auge nicht erkennen, auch mit der Uhrmacherlupe nicht. Es ist extrem klein, aber in der Tat gibt es diese Gravuren auf einzelnen Zahnrädern im Uhrwerk. Der Inhaber ist auch tatsächlich Buddhist, auch diese Aussage stimmt, aber meines Wissens nach zumindest wird keine der Uhren von einem buddhistischen Mönch gesegnet. Falls jetzt jemand sagt, bei C ist ein Tippfehler in der Antwort, ihr habt recht, ihr braucht es nicht in die Kommentare zu schreiben. Ich war schlicht und ergreifend zu faul, nachdem ich alles aufgenommen hatte, diese Folie neu zu machen. Ja, und jetzt schauen wir uns doch direkt die nächste Frage an. Letzten Freitag war ich bei Botta Design in Königstein, war mehrere Stunden vor Ort, habe ein sehr aufwendiges, sehr langes Video gemacht, auf das ich unglaublich stolz bin. Ich glaube, es ist das beste Video, was ich bisher jemals gemacht habe. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch über den Designprozess gesprochen. Und ich habe viel gelernt, ich habe viel gesehen, was ich auch mit euch teilen kann, was ich mit euch zeigen kann. Das Video kommt in den nächsten Tagen. Und aus diesem Gespräch hat sich die nächste Frage ergeben. Wie viele Arbeitsstunden werden bei Botta Design durchschnittlich in die Entwicklung einer neuen Uhr investiert? Und hierbei ist gemeint eine neue Uhr mit neuem Blatt, neuem Gehäuse, also eine ganz neue Linie. Sind das durchschnittlich 200 Stunden oder 400 Stunden, 600 Stunden, 800 Stunden oder sogar 1000 Stunden, die bei Botta Design in die Entwicklung eines neuen Modells oder neuen Uhr investiert werden. 20 Sekunden ab jetzt. Ich war selber total überrascht, aber es sind rund 1000 Stunden im Durchschnitt, die bei Botta Design
an Arbeitsaufwand in einer neuen Uhr stecken. Habt ihr es gewusst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer das richtig eingeschätzt hat oder vielleicht sogar positiv gewusst hat. Ab zur nächsten Frage. Bei dieser Frage wird es, glaube ich, richtig schwer, aber ich hoffe, dass es doch der ein oder andere von euch weiß. Was haben Adolf Lange und Henry Ford gemeinsam? Mir wird hier eine ganz kurze Erläuterung reichen. 20 Sekunden ab jetzt. Ja, auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, dass Henry Ford, der Pionier im Autobau, und Adolf Lange, der Pionier im Uhrenbau, etwas gemeinsam haben. Aber es ist in der Tat so, denn jeder hat für sich in seiner Industrie auf seine Art und Weise die Industrie und die Produktion in der Industrie revolutioniert. Henry Ford hat das schon existente Prinzip der Fließbandarbeit perfektioniert, hat die Arbeitsteilung noch weiter aufgedröselt, hat den Einsatz des Fließbandes und der arbeitsteiligen Schritte am Band perfektioniert und damit es ermöglicht, ein Auto sehr schnell, sehr effizient und auch für damalige Verhältnisse relativ preiswert zu entwickeln, und hatte mit dem Model T ein Auto, was sich vielleicht nicht jeder, aber doch sehr viele Leute leisten konnten. Ähnliches, nicht vergleichbar, keine Fließbandarbeit, aber Ähnliches hat Adolf Lange eingeführt, denn Adolf Lange war derjenige, der in der Uhrenindustrie die Arbeitsteilung etabliert hat. Bis dahin war Uhrenproduktion und Uhrenbau ein überwiegend handwerklich geprägte Industrie, geprägtes Business, wo ein Uhrmacher eine Uhr von Anfang bis Ende zusammenbaute. Und Adolf Lange hat hier die Arbeitsteilung etabliert, was dazu führte, dass die einzelnen Schritte effizienter wurden, schneller wurden und dadurch natürlich auch billiger wurden und vielleicht auch besser wurden, weil sich der einzelne Mitarbeiter, der einzelne auf seine besonderen Fähigkeiten konzentrieren musste und nicht alles machen musste, selbst wenn er einzelne Prozessschritte davon vielleicht nicht so gut beherrscht hat wie andere. Und damit hat er die gesamte Uhrenindustrie in Deutschland und auch in Europa unter Druck gesetzt. Und wie wir wissen, gibt es sowohl in der Automobilindustrie als auch in der Uhrenindustrie heute kaum ein Unternehmen, was nicht arbeitsteilig arbeitet, also im Prinzip den von den beiden Pionieren vorgegebenen Weg gefolgt ist. Habt ihr es gewusst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob irgendjemand auf diese Idee gekommen ist. Schauen wir uns die vierte Frage an. Bei der vierten Frage, denke ich, haben wir eine wirklich leichte Frage. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Lünettentypen? Taucher-Drehlünette und Flieger-Drehlünette. 20 Sekunden ab jetzt. Also hier bin ich ganz sicher, dass ihr das alle gewusst habt. Die Taucher-Drehlünette ist eine Lünette, die bei Taucheruhren, bei instrumentell eingesetzten Taucheruhren dazu dient, die Tauchzeit und damit auch verbunden die Dekompressionszeit ablesen zu können. Und dafür ist es lebenswichtig, dass sich die Lünette nur in eine Richtung verstellen kann, nämlich in die Richtung, wo sich die Tauchzeit, die gemessene, die auf der Uhr angezeigte Tauchzeit verkürzt. Bei einer Verlängerung der Tauchzeit, die falsch angezeigt wird, würde es... Ich bin ganz sicher, das habt ihr alle gewusst. Bei einer
für den Tauchgang instrumentell eingesetzten Taucheruhr ist es überlebenswichtig, dass sich die Taucherdrehlünette nur in eine Richtung verstellt, damit es nicht zu falsch berechneten Tauchzeiten und falsch berechneten Dekompressionszeiten kommt, die gegebenenfalls gesundheitsschädigend oder sogar lebensbedrohlich sein können. Und hierfür wird ausschließlich eine hochzählende Skala verwendet, sehr klar definiert, und wenn man die Uhr sich als Taucheruhr zertifizieren lassen möchte, gibt es auch eine ISO-Norm, wie die Lünette auszusehen hat, alles ganz klar geregelt. Bei Fliegeruhren kommt es nicht so sehr darauf an, dass sich die Lünette nur in eine Richtung verdrehen lässt. Es kommt vielmehr darauf an, dass sich die Lünette sehr schnell einstellen lässt, was bedeutet, dass man sie in beide Richtungen drehen kann, weil man da in jedem Fall schneller die Zeit eingestellt hat. Sie muss auch nicht festhalten in einer Richtung, wie bei der Taucheruhr. Sie muss nicht zwingend nur eine hochzählende Skala haben. Es gibt auch Fliegerdrehlünette mit einer runterzählenden Skala, je nachdem, auf welche Art und Weise ich die Zeit messen möchte. Und es gibt auch komplett andere Skalen, wie zum Beispiel einen Rechenschieber. Alles das ist bei einer Fliegeruhr-Drehlünette möglich. Das ist nicht ganz so geregelt und es gibt meines Wissens nach auch keine DIN-Norm, wie eine Fliegerdrehlünette auszusehen hat. Ganz anders als bei der Taucheruhr. Ich bin ganz sicher, ihr habt es gewusst. Schreibt es gerne in die Kommentare und freut euch jetzt auf die nächste Frage, denn die wird wieder richtig spannend. Ja, die letzte Frage ist wie immer mein Watchmorph und ich glaube, er ist bei einer Uhr unglaublich einfach und bei einer Uhr unglaublich schwer und ich bin sehr gespannt, wer von euch es rausbekommt. 25 Sekunden ab jetzt. Na, seid ihr drauf gekommen? Also ich fand es unglaublich schwer, als ich die beiden Uhren unabhängig voneinander in der Hand hatte, wäre ich nie drauf gekommen, dass die überlagert so wahnsinnig ähnlich sind. Wir haben auf der einen Seite die Van Dijk Schallmauer und auf der anderen Seite die Sinn 103C. Nebeneinander gelegt, komplett unterschiedlich, übereinander gelegt, so ähnlich, dass ich selber wahnsinnig überrascht war. Schauen wir uns doch kurz die einzelnen Daten zu den beiden Uhren an. Die Sinn 103STC gibt es nicht mehr im freien Verkauf. Sie ist ein Sondermodell der Sinn 103-Serie, wurde damals verkauft für einen Preis von 1.989 Euro, Durchmesser 41 Millimeter. Als Werk verbaut ist das Elita SW 510 bis 200 Meter wasserdicht, 15,5 mm hoch, ohne Band, 74 Gramm schwer. Ein Saphirglas ist verbaut, die klassischen Werte der 103-Serie von Sinn. Die Van Dijk Schallmauer ist eine komplett andere Uhr. Preislich liegt sie bei 299 Euro, verbaut ist ein Quarzwerk. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42,5 mm und eine Bauhöhe von 12,2 mm, ebenfalls mit einem Saphirglas versehen und auf 999 Stück limitiert. Habt ihr es gewusst? Habt ihr beide Uhren erkannt oder habt ihr nur die Sinn erkannt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, in den nächsten Tagen kommt jetzt mein Botter-Video. Über eine Stunde lang wirklich viele Einblicke hinter die Kulissen. Eine Uhr, die in Kürze kommt, darf ich schon vorstellen. Ich freue mich riesig auf das Video. Vielleicht mache ich es als Live-Premiere und würde mich wirklich riesig freuen, euch dabei begrüßen zu dürfen. Vielleicht schaut ihr rein. In dem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.